Hallo Ostpreußen, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, die ersten sind schon da, ich sehe. Et küms gimmuns, guten Morgen. Freut mich, dass du hergefunden hast. Aus dem Rheinland, oh je, ist ja doch eine ganze Ecke weit weg von mir entfernt. Ja, wir haben schon länger keinen Livestream mehr gemacht und ich dachte mir, heute ist es mal wieder an der Zeit und wir schauen uns alles soweit an. Ich hoffe, man hört mich gut, ich hoffe, man sieht mich gut. Und wenn ihr irgendwelche Ton- oder sonst irgendwo Probleme habt, dann gerne rein in den Chat. Ansonsten würden wir direkt loslegen. Wir haben tatsächlich relativ viel, was wir heute auf der Agenda haben. Schreib mir mal ganz kurz, ob alles soweit passt vom Ton. Ich denke, weil Streamlabs, also das Programm, macht öfters ja mal Probleme. Wir hatten es ja die letzten Male immer mal wieder, dass irgendwas nicht so gepasst hatte, wie es soll. Und dementsprechend hoffe ich, dass es heute alles soweit klar geht. So, ansonsten haben wir heute wirklich ein buntes Portfolio. Wer meine Streams aus Ostpreußen kennt, also wir streamen ja heute nicht live aus Ostpreußen, so wie die letzten Male, sondern wir machen heute wieder eine reine Theoriestunde, aber die soll natürlich voll gefüllt sein mit Ostpreußen. Das heißt, es geht da tatsächlich rein oder wir schauen uns heute an, wie Ostpreußen, was es so Neues gibt in Ostpreußen und wir planen etwas. Wir planen etwas, weil unser letztes Vorhaben, was wir beim letzten Mal besprochen haben, da wird uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber das schauen wir uns dann auch gleich natürlich mit an. Ansonsten, wenn ihr natürlich Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr irgendwas über Ostpreußen wissen wollt, auf dem Herzen habt, dann immer rein in den Chat damit. Wir sind quasi zu jeder Schandtat bereit und lassen uns da nicht vermiesen. So, wir gucken mal. Ich habe nebenher den Chat noch laufen, in der Hoffnung, dass alles soweit ankommt, aber ich denke, der Ton passt soweit. So, also wir gucken uns natürlich erstmal an, was gibt es Neues in Ostpreußen. Danach, ihr habt es ja schon öfters mal von mir mitgekriegt, ich plane nächstes Jahr im April, nee, im Mai, Entschuldigung, im Mai eine große Fahrradtour rund um Ostpreußen, durch Ostpreußen, also durch den südlichen Teil. Das heißt, die Fahrradtour, die haben wir schon mal zusammen vor ganz langer Zeit in einem Stream geplant. Und jetzt geht es darum, natürlich diese Tour auch noch mit interessanten Punkten zu füllen. Das heißt, wir wollen uns dann natürlich noch ein paar Points of Interest raussuchen. Da habe ich schon ein paar immer rausgesucht. Zum Beispiel Lost Places, alte Ziegeleien, alte Werkshallen oder sonst irgendwie Friedhöfe, die alte Haffuferbahn. Zum Beispiel hier entlang oder. Und da wollen wir uns heute noch ein bisschen austoben und ein bisschen Ostpreußen erkunden. Genau, aber bevor es soweit los ist, wollen wir natürlich schauen, was es Neues gibt in und um Ostpreußen. Erstmal einen kleinen Disclaimer vorneweg. Mein YouTube-Kanal Geschichtliches Erbe Ostpreußen bekommt bald Zuwachs mit Geschichtliches Erbe Schlesien. Also, wenn euch Schlesien interessiert, dann jetzt schon mal ein Abo dalassen. Der Kanal ist schon online, es sind aber noch keine Videos da. Das heißt, es geht ab dem 1. Oktober los. Und da könnt ihr jetzt schon mal ein Abo dalassen. Geschichtliches Erbe Schlesien. Würde mich natürlich freuen, wenn wir mit einer guten Anzahl Abonnenten dort starten. Ab dem 1. Oktober geht das erste Video live und danach kommen natürlich dann die gewohnten Videos, die ihr auch von Ostpreußen kennt, also Wissensvideos, Lost Places, Friedhofssuche und. Alles, was ich jetzt schon in Ostpreußen mache, wird es dann auch über Schlesien geben. Wie gesagt, der Kanal ist online und da lassen wir jetzt schon mal alle bitte ein Abo da.
Dann des Weiteren, das neue Video über den masurischen Kanal ist online. Ich zeige euch mal kurz, um was es da geht. Wir haben ja ganz gewohnt hier Ostpreußen und in Ostpreußen gibt es den masurischen Kanal und ich bin quasi den kompletten Kanal auf der polnischen Seite einmal entlang gewandert und habe mir alle seine Staustufen angeschaut, seine Schleusen und habe da natürlich ein ordentliches Video dazu gemacht, von oben, von unten, von innen drin, von überall quasi. Und das muss jetzt natürlich noch gepusht werden. Das heißt, da müssen ordentlich Daumen nach oben rein, da müssen ordentlich Klickzahlen kommen, damit das Video weiter im YouTube-Algorithmus nach oben geht. Gruß nach Niesky. Hey, das freut mich. Dann kannst du meinem Opa einen Gruß sagen, der wohnt auch in Niesky. Gruß aus Niesky, Niederschlesien. Wusstest du, dass Niesky fast die größte Zeit seiner Existenz Oberlausitz war? Deswegen hat das Niesky Wappen auch blau und gelb als Farbe, die Oberlausitz-Flaggen. Jetzt ist natürlich Niederschlesien, ja. Oder beziehungsweise jetzt ist es ja in Sachsen und ja, egal. Egal, ich werde mich sowohl mit Görlitzern als auch mit Niskia nicht rumstreiten, wozu sie gehören. Da kann ich nur verlieren. Da kann ich nur verlieren. Aber wie gesagt, schönen Gruß an meinen Opa, der wohnt auch in Niski. Ansonsten, wie gesagt, der Kanal, der Masurische Kanal, habe ich ein langes Video dazu gemacht. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das schön pusht, immer fein teilt. Und Klickzahlen bzw. einen Daumen nach oben da lasst, damit dort das Video schön nach oben kommt im Ad-Algorithmus. Ansonsten gehen wir jetzt erstmal direkt rein, damit wir ein bisschen was schauen, was gibt es denn in Ostpreußen Neues. Wenn ihr übrigens bei TikTok aktiv seid, dort bin ich natürlich jetzt auch seit ungefähr Anfang August recht aktiv. Und habe dort auch sehr viele Livestreams am Start. Das heißt, wir streamen dort auch immer mal wieder. Und dort würde mich natürlich das genauso freuen über ein Abo und ein Like. Ich habe euch ja schon mal vor langer, langer Zeit. Halt, wir müssen hier rein. Ne, wir gehen doch nochmal hier rein. Wartet. Ich habe euch ja schon mal vor ganz langer Zeit die Burg Schönberg gezeigt. In einem Video. Das ist quasi Schimbark hier. Oh, ja. Na, ja. Genau. Die Burg Schönberg haben wir uns schon mal in einem langen, langen Video angeguckt. Hier gibt es leider keine richtigen. So, sieht die Burg aus. Die soll jetzt komplett restauriert werden. Also richtig, richtig schön. Das war die letzte Burg übrigens in Ostpreußen, die bis 1945 noch privat bewohnt war. Die sah 45 wirklich noch gut aus. Ich zeige euch gleich mal ein Video davon, wie die Burg mal aussah bis 1945. Warte, da muss ich mal ganz schnell hier reingehen. Also die Burg sah tatsächlich bis 1945 noch richtig gut aus. Mittlerweile ist da leider ein bisschen ja, Schindluder getrieben worden, sage ich mal. Also wie üblich 1945 von den Russen abgerissen und dann natürlich, ich sag mal, verfallen lassen. Es wurde dann zu naja, DDR-Zeiten, möchte ich es jetzt nennen. Also quasi zu Sowjetzeiten wurde dann öfters mal noch Filme dort drin gedreht. Aber ansonsten, jetzt müsste ich mal die Burg finden. Ich habe nämlich alte Aufnahmen von der Burg gefunden. Also so Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Ah, wenn ich sie. Das ist sehr viel Trakehnen hier. Na, es wird vielleicht finde ich es noch.
Aber wie gesagt, die Russen haben dann die Burg komplett leider niedergebrannt. Das Video dazu ist natürlich sehr interessant, weil ich dort mit der Drohne schön rumgeflogen bin. Ich konnte ja auch reinfliegen, obwohl die Burg selber natürlich nicht mehr oder nicht möglich war, dort, sich dort drin zu bewegen. Aber ich bin trotzdem mehr oder weniger reingekommen. So, na, leider finde ich es jetzt nicht mehr, das Video. Vielleicht können wir uns das beim nächsten Stream mit anschauen. Schade. Schade, schade, schade. Jetzt auf die Schnelle finde ich es nicht mehr. Aber wie gesagt, bis 45 war die Burg noch gut bewohnt. Und jetzt sieht sie halt so aus, wie ihr sie hier sehen könnt. So, die Burg soll aber komplett wieder restauriert werden. Das heißt, da kommt wieder was auf uns zu. Und es geht tatsächlich richtig, richtig ab dorte. Wie lange das Ganze dauert, da gibt es natürlich noch keine irgendwie Pläne oder sonst irgendwas. Weil, ja, es wird viel, viel Geld in Anspruch nehmen. Polen muss da sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen. Oder die Regierung, quasi die Gemeinde hier. Das wird natürlich aus einem Kulturfonds gefördert werden, aber wir müssen tatsächlich da noch ein bisschen warten. So, jetzt ist die Frage, findet ihr das gut, wenn solche Sachen wieder restauriert werden, oder sagt ihr, na gut, es ist einfach ein Zeitzeugnis, man sollte es schon so lassen wie gehabt, ohne dass man das kaputt macht, sage ich mal, also kaputt macht, indem man es wieder ganz macht. Das ist halt eine Frage, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich mache mal eine kleine Umfrage, weil ich kenne es ja bei mir aus der Gegend. Also ihr wisst ja, ich komme aus der Oberlausitz, und wir machen mal eine kurze Umfrage. Ich komme ja aus der Oberlausitz, und dort gibt es ja die Burg Eubin, und die Burg Eubin ist quasi eine Ruine. Die wird auch nie restauriert werden. Die ist in dem Fall so als Ruine gelassen. Die wurde aber auch nie mutwillig zerstört. Und jetzt ist halt die Frage, sollte das wiederhergestellt werden oder sollte es nicht wiederhergestellt werden? Aber solche, also ich denke, da muss man noch ein Stück weit unterscheiden. Mutwillige Zerstörung, ich habe es jetzt ein bisschen sehr einfach gehalten mit historische Burgen wiederherstellen oder restaurieren. Ich denke, da muss man noch ein Stück weit unterscheiden zwischen mutwilliger Zerstörung 45 und natürlicher Zerstörung durch Blitzeinschlag, Brände oder sonst irgendwas, wie es bei der Burg Eubin passiert ist. Aber ja, wir lassen es einfach mal ein bisschen laufen, mal gucken, was so eure Meinung ist. Das würde mich tatsächlich interessieren, weil wir kommen nämlich direkt zum nächsten, die Burg Ragnit. Die Burg Ragnit kennt ihr wahrscheinlich jetzt im russischen Teil. Die war bis 1945 noch komplett erhalten, die Burg. Es sieht jetzt aber dann natürlich 45 oder nach 45, weil sie als Steinbruch genutzt wurde von den anliegenden Bewohnern, sieht dann jetzt so aus. Aber die soll ja auch komplett restauriert werden. Das Problem dabei ist, dem Eigentümer, dem die Burg gehört, geht das alles nicht schnell genug. Bedeutet im Prinzip, er möchte, dass die Burg restauriert wird, aber aus irgendeinem Grund, ja, ich weiß nicht, woran es liegt, das wurde in den Nachrichten dort nicht genau betitelt, ob es jetzt an der Baufirma liegt, was ich nie ganz verstehen kann, weil wenn die Baufirma das macht, dann hat er ja direkten Einfluss drauf, würde ich sagen. Aber ja, dann hat er den direkten Einfluss drauf und kann das im Prinzip
Ja, Steuern, ne? Also, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber das ist nicht unser Problem. Ich weiß jetzt, wir müssen die Burg wird restauriert und die wird auch schön wieder restauriert. Bloß so schnell wird es tatsächlich nicht. Guck mal, ihr habt das deutsche Haus mitten in Ragnit. Also, ein Besuch lohnt sich tatsächlich auch in Ragnit mal. Gut, hier steht alles in Kyrillisch da, da werdet ihr natürlich das, wenn ihr kein Kyrillisch kennt, nicht lesen können. Aber man merkt, auch hier, die Russen beziehen sich doch sehr auf das historische Erbe, was natürlich, wie wir jedes Mal irgendwie drauf zu sprechen kommen, natürlich sehr schön ist von den Russen. So, wir gehen weiter im Text. In Friedland. In Friedland wurde eine alte Inschrift entdeckt. Ich hoffe, wir finden das jetzt ganz einfach mal. Eine alte Inschrift, also das klingt so wie es Hieroglyphen oder sonst irgendwas. Hier. Das ist keine Hieroglyphen oder sonst irgendwie was in die Richtung. Es ist einfach nur quasi alte deutsche Werbung wurde dort entdeckt. Und zwar. Hier kann man so ein bisschen erkennen. Hier kann man es so ein bisschen erkennen. Ich zeige euch mal ein Bild dazu. Wartet. Muss ich mal ganz kurz schauen. Hier. Ich zeige euch mal das Bild. Hier steht im Prinzip Möbel, Spiegel und irgendwie was in die Richtung. Wurden dort früher verkauft. Und das war unter diesen hässlichen Putz hier verborgen. Direkt neben der Kirche. Da, direkt neben der Kirche. Und die russische Regierung, also quasi der Denkmalschutz, hat dazu verlauten lassen. Auf der Kalksteinfassade des Gebäudes wurde eine historische Kohleinschrift entdeckt. Ob wir es retten können, ist die Frage. Aber auf jeden Fall geht das Erbe nicht verloren und wir werden bei Bedarf das Akzentelement des Gebäudes wiederherstellen, so die Stiftung. Also hier wird auch geguckt, dass man es erhalten kann. Ist natürlich die Frage, hier könnte es auch noch was drunter sein, wenn man das so guckt. Das Bild ist jetzt von 2012. Natürlich ist da noch nicht viel gemacht. Seitdem ist jetzt nicht viel in russischen Teil passiert. Und dementsprechend, hier wird tatsächlich geguckt, dass man das wiederherstellen kann und dass man das die alte Inschrift, dieses die alte Kohleinschrift von Möbel, Spiegel und was auch immer hier noch drunter stand, wird man natürlich ein Stück weit wiederherstellen können oder wenigstens ein Stück weit erhalten können. Finde ich sehr schön, finde ich super, was da die Russen machen und sehr, sehr löblich. So, da wir jetzt alle so viel da sind, erstmal hallo Ostpreußen an alle nochmal, die ich noch nicht begrüßt habe. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zuallererst ein kleines gro oder ein großes Dankeschön an alle Kanalmitglieder auf YouTube. Das macht natürlich eine Menge aus. Dadurch ist meine Arbeit überhaupt finanzierbar. Dadurch kann ich die Videos auf YouTube überhaupt erst hochladen. Und natürlich jetzt auch der Aufruf an alle, auf meinem neuesten Video, Masurischer Kanal, ein Like dazulassen und einen Kommentar und natürlich ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ganz wichtig. Ansonsten gehen wir natürlich durch und schauen uns an, was es Neues in Ostpreußen gibt. Da sind wir schon gerade mittendrin und danach erkunden wir noch ein bisschen Ostpreußen auf eigene Faust und schauen ein bisschen, was es so abgeht. Und natürlich für alle, die noch nicht den Kanal Geschichtliches Erbe Schlesien abonniert haben. Dieser geht ab Oktober an den Start und bietet dann alles quasi rund um Schlesien, was ihr jetzt schon aus Ostpreußen kennt. So, das heißt, wir gehen weiter nach Memel. Nach Memel. Da gibt es oder gab es ein Denkmal. Ein Denkmal für Johannes Richards. Wird jetzt keinem was sagen, sagte mir tatsächlich auch nichts, obwohl ich die Geschichte Memel doch sehr
sehr intensiv studiert habe, aber dieser Wald hier, dieses kleine Stück, dieses große Stück im Endeffekt, ist künstlich angelegt. Ist künstlich angelegt worden von Johannes Richards. Und diesem wurde ein Denkmal gebaut, weil er quasi dafür gesorgt hat, dass der ganze Sand, den es mal ursprünglich gab, also der Memel war, liegt ja genau wie das Kurische Haff, ziemlich blöd gelegen, was den ganzen Dünensand angeht. Das heißt, auf der Kurischen Nehrung, wisst ihr ja, sind viele Orte verschüttet worden, an der Zahl 14, einfach von dem treibenden Sand, der hier die Dünen rumgetrieben hat und dann die Orte verschluckt hat. Dieser wurde behoben, indem dann die Deutschen quasi im 19. Jahrhundert angefangen haben, die Dünen zu bepflanzen. Also die ganzen Wälder, die ihr drauf seht, ist alles künstlich. Und damit hatte man dann den Erfolg, dass die Dünen aufgehört haben zu wandern. Dasselbe Problem hatte irgendwann auch Memel gehabt, also heute Klaipeda. Und da hat Johannes Richards genau dasselbe getan. Und das Denkmal, ich zeige es euch auch mal, wie es denn mal aussah. Hier habt ihr das recht gut, denke ich, erkennbar. Das Denkmal, wie es mal aussah. Das steht auch so im Prinzip. Dieses Schild steht auch, wenn ihr mal nach Memel fahrt. Ganz wichtig, fahrt unbedingt nach Memel. Hier gibt es einen deutschen Soldatenfriedhof hier oben. Und ungefähr hier steht das Denkmal. Steht dieses Schild zu dem Denkmal, weil das Denkmal steht ungefähr hier und hier steht das Schild. Also ihr solltet da auf jeden Fall mal euch hinbegeben. Ist auch direkt am Stadtpark hier gehalten. Also hier könnt ihr mit euren Familien essen. Ganz vorsichtig bei der Arena-Pizza. Die Pizzen sind sehr günstig, aber die sind gefühlt so groß. Also ich bin nur kein wenig Esser, was man vielleicht auch gut sehen kann, aber die Pizza war mir tatsächlich zu groß gewesen. Also das ist tatsächlich, nehmt eine normale Pizza, keine große Pizza. Oder nehmt eine große Pizza zu zweit. Also es lohnt sich tatsächlich. Und hier dann hinten ist natürlich der deutsche Soldatenfriedhof aus dem Ersten und mittlerweile auch Zweiten Weltkrieg. Lohnt sich dorthin zu gehen. Deswegen. Und da soll dann das Denkmal restauriert werden. Dieses quasi, was hier ist. Die Fundamente sieht man noch hier ein Stück weit, dass hier nochmal was war. Und man sieht auch hier, dass hier eine Inschrift war. Und dazu sagt auch der Denkmalverband Folgendes. Genau, dieses Denkmal wäre heute schon deshalb von Bedeutung, weil nicht jeder Einwohner von Klaipeda weiß, dass der Erholungspark kein natürlicher Teil des überwucherten Waldes ist. Es wurde aufrichtig und mit Bemühungen einer Person gepflanzt, die ein Vierteljahrhundert lang gearbeitet hat. Schließlich litten die Vororte von Klaipeda lange Zeit unter Flugsand, der Weiden und Gärten besetzte und sich dem Stadtfriedhof näherte. Bürger haben sich wiederholt bei der Stadtverwaltung über die durch Strandsand verursachten Schäden beschwert. Also im 19. Jahrhundert zu Beginn entstand die Idee, die Gebiete zwischen Gerullen und der Stadt zu bepflanzen. Die ersten beiden Verantwortlichen für die Landesgestaltung haben in diesem Bereich wenig getan. Und im Jahr 1825 hat Herr Richards, der zum Plantageninspektor ernannt wurde, 26 Jahre lang diesen Job tätig und gilt zu Recht als Pflanzer nicht nur des Parks, sondern des gesamten Waldes. Dieses Denkmal soll mit der authentischen Inschrift genauso aussehen wie vor dem Krieg. Dieser Ort soll beleuchtet sein, Bänke und Pflanzen sollen neben dem Denkmal aufgestellt werden. Also tatsächlich richtig, richtig cool, was da so geplant ist. Freut mich natürlich, weil, wenn man sich das überlegt, hier unten ist der Stadt, der Friedhof, der ehemalige. Hier oben ist gepflanzt worden. Das heißt, der Sand hat quasi diesen ganzen Bereich hier schon teilweise mit überweht gehabt und drohte sich ja dem Friedhof zu nähern. Also
auf jeden Fall eine Riesenarbeit, die der Herr Richards dort geleistet hat. Und eine tolle Sache, dass dann die Stadt Memel das wiederherstellt und auch da das ich sag mal, Original wieder, Inschrift wiederherstellt. Also ist auf jeden Fall cool. So, wir gucken mal. Ich werde jetzt mal die Umfrage beenden. Wir sind ja schon ein paar Minuten mit drin. Und bin mal gespannt, was so die Leute sagen. Also 92% finden, dass die Burgen auf jeden Fall restauriert werden sollten. 7% nein. Okay, da sind wir erst bei 99%. Wahrscheinlich ist bisschen, das sind Kommazahlen gewesen. Würde mich natürlich interessieren, für die, die Nein gesagt haben, aus welchem Grund sie Nein gesagt haben, eben um das als oder als Zeitzeugnis vielleicht zu bewahren oder warum, weshalb. Also mich würde es tatsächlich interessieren, einfach nur ohne Wertung jetzt, weil ich habe ja selber gesagt, vielleicht sollte man nur Burgen, die 45 mutwillig zerstört wurden, wiederherstellen und ansonsten vielleicht den Rest lassen. Kann tatsächlich ja möglich sein. So, wir gehen mal weiter. Ich habe euch ja schon häufig, also ganz, ganz häufig erzählt, wenn ihr mal in Memel seid, schaut euch mal den Stadtpark den neu erschaffenen an. Also der ist, glaube ich, 22, wenn ich mich nicht irre, eröffnet worden. Und da gibt es jeden Abend so eine Fontänenshow, also quasi so eine Lichtershow. Und quasi hier bei diesen Säulen, die ihr hier seht, wird immer klassische Musik jeden Abend gespielt. Die gehen komplett den Park entlang. Mal gucken, ob man das jetzt hier sieht. Leider nicht. Also mal gut, mal doch mal hier sieht man es ein bisschen. Hier geht so ein Weg entlang und hier diese Säulen spielen jeden Abend klassische Musik. Und da gibt es mittendrin eine Fontänenshow, die dann zu dieser klassischen Musik natürlich die entsprechenden Lichtshows produziert. Ziemlich cool, ziemlich beeindruckend und auch wirklich schön. Also es lohnt sich tatsächlich, das zu machen, dort mal hinzugehen. Aber aktuell ist ich habe mich nämlich schon gewundert, wo ich jetzt die letzten Male, also dieses Jahr im Mai und dieses Jahr im Juli und August dort war, habe ich mich schon gewundert, warum das nicht mehr funktioniert. Leider gab es letztes Jahr, Ende letzten Jahres, eine große Überschwemmung in Memel. Und da wurde die ganze Elektrik von dem Ding überschwemmt und ist dementsprechend kaputt. Leider, leider wird das noch bis Sommer nächsten oder Frühjahr nächsten Jahres dauern, bis das wieder repariert ist. Also, wenn ihr nächstes Jahr im Sommer nach Memel in den Urlaub fahrt oder einfach mal vorbeifahrt, da wird es wieder funktionieren, gehe ich mal davon aus. Aber wir können es uns ja mal hier angucken. Ihr seht es ja, da ist immer so eine Lichtshow. Derjenige, der es hier aufgenommen hat, hat das ziemlich blöd von der Seite aufgenommen. Aber okay. Lohnt sich auf jeden Fall. Und solltet ihr euch mal mit angucken. Aber dann natürlich erst nächstes Jahr. Nächstes Jahr im Sommer. Genau. So, ansonsten, wenn ihr irgendwie was habt rund um Ostpreußen, immer rein damit in den Chat. Dieser Kanal lebt quasi durch eure Mitarbeit. Und ein Aufruf, den mache ich im Prinzip mittlerweile bei jedem Stream. Ich werde nächstes Jahr im Frühjahr, eine Doku-Reihe starten, die schimpft sich Ostpreußen von oben. Dazu habe ich bei meinem Kanal schon zweimal einen Aufruf gemacht, im Prinzip, dass ihr mir eure Orte schreibt. Also eure Orte, die euch irgendwas bedeuten, wo die Oma herkommt, der Opa, der Vater oder wer auch immer herkommt oder den ihr einfach mal sehen wollt, den Ort oder die Region. Und diese filme ich dann euch. Also ihr kennt ja vielleicht
die alte Doku vom öffentlich-rechtlichen Deutschland von oben. Eine recht schöne Doku tatsächlich, obwohl sie vom öffentlich-rechtlichen kommt, aber eine recht schöne Doku. Und diese möchte ich quasi mit Ostpreußen machen, aber natürlich mit euren Orten, weil häufig ist es so, dass eure Vorfahren oder eure Verwandten aus Orten kommen, die nirgendwo mal dokumentiert sind. Das sind meistens irgendwelche kleinen Kleckersdorf oder sonst irgendwas, also wirklich kleine Orte, wie ich nenne mal hier als den Ort hier Paustry, beziehungsweise wir nennen mal einen anderen hier Halbendorf. Halbendorf zum Beispiel ist ein ganz, ganz kleines Nest, gibt's kaum was. Hier drüben ist dann ein bisschen eine größere Ansammlung, aber hier der Ort selber ist tatsächlich sehr, sehr klein. Der würde wahrscheinlich nie irgendwo mal gefilmt werden. Ich möchte euch das aber näher bringen und dementsprechend ganz wichtig, schickt mir mal eure Orte. Am besten, ich schreibe es nochmal in den Chat mit rein. Am besten an Anfragen at, nee, Entschuldigung, ja doch, Anfragen at geschichtliches Erbe. So, Anfragen at geschichtliches Erbe. Am besten dort den Ort einfach mal hinschicken. Dann nehme ich dann in meine Liste auf. Wir sind schon bei über 80 Orten, die wir quasi filmen werden. Also ich zeige euch mal schon mal die Karte, in welche Richtung das geht. Also wir haben hier schon über 80 Orte, wo mir Leute geschrieben haben, ey, film doch mal das und zeig doch mal das von oben. Und wenn ihr euren Ort auch dort sehen wollt, dann entweder an die angepinnte E-Mail oder an quasi in den Reiter bei YouTube mit rein. Da habe ich unter dem Community Tag quasi was mit reingestellt. Dort könnt ihr es natürlich auch mit reinschreiben. Einfacher ist es per Mail, da sehe ich es tatsächlich und kann es abarbeiten. Wenn ihr das irgendwo als Kommentar da lasst, ist es immer ein bisschen schwierig, weil da kann es durchaus untergehen. Das heißt, wir sind hier schon, ich habe hier noch nicht alle eingetragen, aber wir sind hier schon bei über 80 Orten, die ich dann filmen werde. Also rein eure Sachen. Genau. Heute, jetzt machen wir weiter mit der Erkundung. Übrigens, mein neues T-Shirt, ich hoffe, man kann es sehen, selber designt von einem Freund, Bekannten. Ich werde es mal gucken, ob ihr das so erkennt. Das ist die Königsberger Haberkirche. Ich sag mal, ich will nicht sagen etwas Geheimes, aber etwas, was man nicht gleich auf den ersten Blick mit Ostpreußen assoziiert, was nur Eingeweihte sehen. Dementsprechend, ich habe es auch ein bisschen in Gelb gemacht, weil es soll ein bisschen freundlich wirken. Aber quasi die Haberberger Kirche, davor noch eine Straßenbahn, also die gibt es ja nicht mehr, die Haberberger Kirche, aber davor eine Straßenbahn und quasi als würde sie heute noch existieren. Und im Hintergrund, das werdet ihr wahrscheinlich jetzt nicht sehen, steht dann quasi einmal Königsberg in Ostpreußen mit da. Also dann doch von hinten wieder ein Stück weit das Erkennungszeichen, aber von vorn sieht man erstmal nur für Eingeweihte quasi, worum es geht. Das nächste Bild ist tatsächlich, oder das nächste Motiv ist schon geplant. Ihr habt es vielleicht gesehen. Wartet, 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 das zeige ich euch gleich nochmal. Ihr habt es vielleicht schon mal in meinem Thumbnail gesehen. Das wird das Königsberger Schloss wahrscheinlich werden, in irgendeine Richtung. Entweder in diese Richtung, auch mit einem Tesla vorne da, und einer Straßenbahn, also so in die Richtung, als würde es quasi heute noch existieren, das Schloss. Vielleicht auch ein bisschen anders. Da sind wir gerade noch am Rumprobieren, dass man das vielleicht ein bisschen. Aber so die Grundidee, ihr versteht die Grundidee. Quasi Königsberg, so als wäre es heute noch da. Das wären so die ersten zwei T-Shirts in die Richtung laufen, damit wir einfach mal ein paar Erkennungszeichen nach außen hin zeigen können.
Genau. So, ansonsten, meine Arbeit kennt ihr ja hauptsächlich oder normalerweise suche ich ja alle ostpreußischen Friedhöfe, um euch diese dann zur Verfügung zu stellen. Das sieht dann im Endeffekt so aus. Ich trage die alle in eine Karte ein, logischerweise, und kartografiere die und trage die Namen auch dazu ein. Wir gehen mal hier am Beispiel. Zum Beispiel hier im Ort Alk ist nicht mehr viel da. Da liegen noch zwei Leute, wo man noch zwei was erkennen konnte. Wir gehen mal auf einen bisschen versteckteren Friedhof, zum Beispiel hier mitten im Wald. In Schepoten zum Beispiel, völlig verwildert, mitten im Wald, kaum zu erreichen. Und da liegt aber noch die Familie Schlenter. Also das ist quasi so meine Hauptarbeit, die ich in Bezug auf Ostpreußen mache. Ich suche die Friedhöfe rein in der Theorie, quasi in der Theorie auf diesen Karten und gehe dann vor Ort, um die Friedhöfe dann vor Ort wirklich abzulaufen, komplett die Größe zu erfassen und irgendwelche Namen noch vorhanden sind und diese euch dann zur Verfügung zu stellen. Natürlich könnt ihr euch diese Karten auch runterladen. Einfach mal bei Patreon gucken. Dort habe ich alle Karten verlinkt und dort könnt ihr euch das natürlich mit runterladen. Auch alle anderen Karten, also zum Beispiel so eine Fahrradtour. Wenn ihr diese Fahrradtour nachfahren wollt, dann könnt ihr diese euch auch dort mit runterladen. Des Weiteren Wandertouren, eine Bunkertour, also wo es tatsächlich um Bunker geht. Dann eine Tour quasi oder eine Karte mit Points of Interest, also interessante Orte, die in ihren Ostpreußen quasi, die ihr quasi dort aufeinander aussuchen könnt. Bist du auch mit den Vereinen Ostpreußen in Verbindung? Natürlich, also ich bin hauptsächlich mit dem Verein der deutschen Minderheit in Allenstein in Verbindung. Mit dem Vorsitzenden Herrn Dukat bin ich sehr gut, verstehe ich mich sehr gut. Der hat mir in einigen Bereichen sehr, sehr weitergeholfen. Und ich war jetzt schon mal ein Stück weit in Kontakt mit Neidenburg. Die Dame, die Vorsitzende, hatte mir bei einem Livestream, wo ich in Allenstein war, tatsächlich geschrieben. Da muss ich nochmal einen Kontakt aufnehmen. Also ja, ich bin dort mit den Leuten in Kontakt. Genau, also auch mit denen in Memel, mit dem Verein, da ist es immer ein bisschen schwierig reinzukommen, weil die ein bisschen zu verschlossen meiner Meinung nach sind. Die machen zwar sehr viel gute Arbeit, aber den Kontakt dort aufnehmen ist immer relativ schwierig, weil dort auf Kontaktanfragen sehr, sehr spärlich reagiert wird. Aber im Großen und Ganzen, ja, natürlich bin ich dort in den Kontakt mit drin und versuche da natürlich immer weiter reinzukommen. Gerade die deutsche Minderheit in Allenstein, die macht ja extrem viel. Also wer da auf Insta ein bisschen unterwegs ist, der wird da feststellen, gerade die Jugend des Vereins, die posten ja jeden Tag von irgendwelchen Seminaren oder Ausflügen oder Workshops oder sonst irgendwie was, was die machen. Also das ist ja mega, was die dort anstellen. Genau. Dr. Kullmann, Dr. Kullmann, Entschuldigung, D. Kullmann sagt, in Memel wird zurzeit der Platz der Auferstehungsplatz neu gestaltet. Habe ich auch ein Bild dazu, wo ich jetzt im August das letzte Mal da war, haben sie quasi gerade mit den Arbeiten angefangen, so um das Seefest herum war das gewesen. Ich zeige euch mal ein Bild, wie das Ganze später dann mal aussehen soll. Also ist wirklich ziemlich genial, was die Litauer da planen. Hier, der Platz soll dann mal die quasi die Altstadt mit zeigen. Also so als plastisches Modell. Man sieht es auch hier oben ein bisschen. Also es wird richtig, richtig cool werden. Und da ist eben die Frage, wenn du schreibst hier, da wurden auch Fundamente, Gehwegbleiter der ehemaligen Börsenstraße freigelegt. Ist halt die Frage, wie weit man das dann noch erhält. Also ich kann mir gut vorstellen, als man sich das geplant hat,
Das ist ja quasi der Platz, der Erweckungsplatz oder wieder Auferstehungsplatz. Das ist ja quasi der Platz hier. Hier ist ja die Börse, oder hier stand ja früher die Börse auf dem Platz und hier stand früher die Post. Wo jetzt dieser oder dieser Fontänenpark ist mit dem klassischen Musik. Und hier stand früher die Börse. Und hier auf dem Platz war früher, hier ist quasi das Rathaus, das alte. Und da gab es früher keinen Platz. Hier standen früher die Feuerwehr und die Polizei und so weiter und so fort. Und jetzt ist dann, oder nach dem Krieg wurde dann dort ein Platz gemacht. Und da ist eben die Frage, wie weit man das dann noch erhält. Also es würde mich natürlich sehr freuen, wenn dort Fundamente, die gefunden werden, auch wieder erhalten bleiben. Also tatsächlich wäre das ziemlich cool, wenn man das dann quasi in das Gesamtprojekt mit reinfließen lässt. Natürlich ist hier, Entschuldigung, ist hier gerade kein aktuelles Bild da. Wenn man sich aber mal den Platz anguckt, wie er mal aussah, das Bild ist von 2018, der Platz ist einfach nur hässlich gewesen, also wirklich nur hässlich. Okay, die haben es versucht mit den Blumen, aber man sieht halt zu Sowjetzeiten, hier stand früher der Lenin drauf. Den haben sie gleich 91 oder 90 sogar schon gleich vom Sockel gerissen. Aber man sieht hier, das ist alles so kaputt und alles tatsächlich nicht schön. Gut, dass sie den Platz neu machen. Also freut mich sehr. War ja schon lange geplant. Es hat aber kein richtiges Konzept dafür gegeben und alles Mögliche. Und selbst bei, ja, wir brauchen uns jetzt hier noch weiter angucken, den Platz. Ist ziemlich cool, was aktuell dort passiert. Und so macht das Memel tatsächlich häufig, dass sie alte Sachen wieder restauriert. Wird wohl nicht mehr viel erhalten bleiben. Die Stadt will die tiefer Garage. Okay. Schade. Schade, schade. Aber wenigstens wird oben dieser Platz. Ich meine, ist nachvollziehbar, dass dort mal eine Tiefgarage hinkommt. Ist nachvollziehbar, weil es gibt einfach keine Parkplätze in dieser Stadt. Das ist so krank. Dort gibt es keine richtigen Parkplätze. Du musst überall an den Straßen halten und das Konzept von richtigen Parkgaragen gibt es dort eigentlich nicht. Und das ist ziemlich schade, weil du verstopfst im Prinzip die ganze Altstadt mit ihren Autos immer. Und das ist ziemlich nervig. Deswegen ist das vielleicht gar keine schlechte Idee. Aber wenigstens wird oben der Platz soweit ordentlich wiederhergestellt. Also da stehen tatsächlich dann auch so an den Bauzäunen, wie es mal geplant ist, im Prinzip. So Bilder. Ich kann ja mal gucken, ob ich hier irgendwie was. Nee, leider nicht. Ich habe gerade kein Video dazu. Irgendwo bei YouTube habe ich mal ein Video dazu gefunden. Könnte man sich noch mit raussuchen. Aber im Endeffekt sieht man da auch nicht viel. Da sieht man auch nicht viel dazu, was denn mal wird. Hier. Doch, wir können es uns ja mal kurz angucken. Das Video dazu. Da erkennt man ein Stück weit zumindest, in welche Richtung es mal gehen soll. Aber ich glaube, das mit dem Erweckungsplatz haben wir uns das letzte Mal schon angeschaut, beim Stream. Deswegen bin ich jetzt darauf nicht mehr eingegangen. Aber ja, ihr seht, wie der Platz aussieht. Einfach nur hässlich. Ich halte jetzt mal kurz meine Klappe. Naja, also ist tatsächlich ziemlich, ziemlich cool, was da mal geplant ist.
Natürlich hat man es sehr auf modern auch ein bisschen getrimmt. Also man will ja dann dort im Grunde hier so, man erkennt es hier oben, die alte Burganlage, also die Burg, die Memelburg quasi, aber da ist ein Klavier halt draufgestellt, ne? Also man hat es ein bisschen auf modern getrimmt, aber man sieht auch hier, ah, schade, hier sieht man es gerade mal nicht. Doch, hier sieht man es. Die alte Johanneskirche soll hier quasi wieder reingestellt werden, die ja sowieso irgendwann mal wieder erbaut werden soll. Quasi hier kommt die Johanneskirche ja wieder hin irgendwann. Aktuell ist, hier hat man mal die Fundamente freigelegt, aber mittlerweile sieht der Platz wieder so aus, wie er hier im Hintergrund ist. Also diese Fundamente, die man mal freigelegt hatte vor ein paar Jahren, um zu graben, die sind mittlerweile wieder zugeschüttet worden. Ich gucke mal, ob hier irgendwo mal ein Bild davon. Hier hat man quasi die Fundamente freigelegt vor ein paar Jahren. Das ist von 22. Und mittlerweile ist das wieder alles zugeschüttet worden. Also mittlerweile ist das hier, was hier mal quasi freigelegt wurde, ist wieder als Platz, das so wie es jetzt hier hinten aussieht, mal wieder gemacht. Also ist tatsächlich cool, dass das wieder aufgebaut wird. Ich habe mich jetzt auch, wo ich wieder dort im Sommer war, mal mit Einheimischen unterhalten und habe quasi dort mal gefragt, wie sieht es denn aus, was passiert denn dort mal? Die meinten aber auch, du, aktuell ist nichts richtig geplant, da gibt es keine richtigen Informationen dazu. Wir wissen bloß, das ist quasi in Planung, dass da mal was kommen soll, aber so richtig ist da nichts. Auch hier sieht man, dass das Google Maps von oben gar nicht aktuell ist. Hier wird nämlich gerade ein altes neues Haus hingebaut. Ah, hier sieht man's. Hier sieht man's. Das Haus stand, so ein Haus, nicht das Haus, stand früher schon mal hier und soll, glaube ich, im Frühjahr nächsten Jahres eröffnet werden. Also wird auch im historischen Stil gebaut. Hier hat man natürlich kein Bild dazu mit dran. Ziemlich blöd. Doch hier sieht man es. Hier sieht man es ein bisschen, wie das Haus mal aussehen soll. Also moderner Altstadtstil im Grunde. Erkennt man das schon ein Stück weit, schmiegt sich dann recht gut in das Gesamtbild rein. Auch wenn ich jetzt euch hier einen alten Mann zeige, aber hinter dem alten Mann seht ihr quasi das Bild, wie es mal aussehen soll. Also es passt tatsächlich relativ gut rein. Und hier wird auch ein neues Haus gebaut mit ziemlich teuren Wohnungen wahrscheinlich. Das wird sich auch genauso in das Altstadtbild mit rein schmiegen. Warum teure Wohnungen? Ich habe im Prinzip mal dort danach gegoogelt. Hier waren jetzt sind keine Anzeigen mehr dran, aber hier waren mal Anzeigen dran, dass man sich hier eine Wohnung mieten kann und oder kaufen kann sogar. Die waren recht preisintensiv gewesen. Also nachvollziehbar, es ist mitten in der Altstadt, mitten an der Danje hier dran. Und da ist es klar, dass das relativ preisintensiv wird. Genau. Dieses Gebäude hier ist tatsächlich ein historisches Gebäude, muss man dazu sagen. Das wurde in den 30er Jahren gebaut. Das wird auch so bleiben. Das passt aber nicht rein, das muss man auch dazu sagen. Dieses Gebäude passt tatsächlich nicht in das Gesamtkonstrukt hier rein oder das Gesamtbild. Vielleicht findet man es hier ein Stück weit. Aber es ist ein historisches Gebäude, es wurde in den 30er Jahren gebaut. Also ja, das wird auch so bleiben. Das wird auch so bleiben. Genau. Also gerne, D. Kuhlmann, das freut mich natürlich, dass du mir so Informationen gibst. Das ist immer sehr wertvoll, dass das. Freut mich natürlich, ich lerne immer gerne dazu und ich erfahre immer sehr gerne was aus meiner, ich will nie sagen Wahlheimatstadt, aber es gibt keine Stadt in Ostpreußen, wo ich mich so zu Hause fühle wie in Memel. Dort bin ich immer so gerne und verbringe dort so gerne meine Zeit. Und da freue ich mich natürlich immer, wenn da irgendwelche Infos kommen. So, wir gehen jetzt mal weiter. Quasi in das eigentliche Thema heute. Natürlich, wenn ihr irgendwelche Anregungen, wenn ihr irgendwas habt, dann immer her damit, immer rein damit in den Chat. Und ansonsten schauen wir uns jetzt oder erkunden wir jetzt ein bisschen Ostpreußen. Das heißt, wir gucken uns tatsächlich an,
Was finden wir noch hier an der Fahrradtour? Also hier wird die Fahrradtour stattfinden. Nächstes Jahr im Mai. Ich habe so 2 Wochen geplant. Da wird es natürlich dann auch lange Videos geben bei YouTube. Da wird es kurze Shorts bei Insta geben und natürlich auch bei TikTok wird es da einiges geben. Aber das ist im Prinzip soweit geplant. Und da schauen wir mal, was es für interessante historische Orte, die ich dort mit aufsuchen kann, natürlich noch gibt. Im April im Übrigen, das könnt ihr euch jetzt schon mal in den Kalender schreiben, fahre ich nach Königsberg. Da reise ich dann nach Königsberg und da wird es einen Livestream aus Königsberg geben. Also plan jetzt. Wir wissen nicht, was bis dahin passiert. Das müssen wir tatsächlich auch sagen. Aber es ist tatsächlich der Plan, dass wir oder dass ich nach Königsberg fahre im April und dann dort den Livestream mache. Das heißt, wir erkunden live, so wie wir es mit Memel gemacht haben. Da haben wir auch einen Live-Spaziergang gemacht und auch in Allenstein haben wir ja auch einen Live-Spaziergang gemacht und das machen wir dann auch in Königsberg, also im April. Merkt euch dieses Datum. Genauere Infos kommen natürlich noch voran. So. D. Kuhlmann, bist du häufig in Memel? Kommst du aus Memel beziehungsweise wohnst dort? Oder wie ist deine Verbindung zu Memel? Das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil in Memel gibt es ja auch eine recht große deutsche Minderheit. Sehr, sehr komisch betont gerade, deutsche Minderheit. Und auch in dem umliegenden Memelland gibt es natürlich eine deutsche Minderheit. Und im Prinzip ist die deutsche Minderheit im Memelland der Grund auch, warum ich diese ganze Arbeit ja mache. Weil ich habe damals 2013 eine Spendenfahrt mitorganisiert mit einem Bundeswehroffizier AD. Der ist leider mittlerweile gestorben. Aber wir haben damals eine Spendenfahrt nach Heydekrug, also jetzt Chilute, organisiert, um den dort lebenden deutschen Minderheiten quasi Sachgüter zugute kommen zu lassen. Weil damals 2013 hatte Litauen noch keinen Euro. Die Deutschen waren noch nicht also wirklich als Minderheit anerkannt, haben keine staatliche Unterstützung und so weiter bekommen. Und dementsprechend waren die recht arm und sind auf Spenden angewiesen gewesen. Deswegen haben wir dort hoch eine Spendenfahrt gemacht, Riesenanhänger voll geladen und dann quasi die ganzen Sachspenden hochgeschafft. Und da hat das Ganze mit Ostpreußen ja erst angefangen. Genau, und da hat sich das irgendwie dann bei mir mit Memel und Memelgebiet oder Memelland und alles soweit etabliert, möchte ich sagen. Ja, also tatsächlich irgendwie in diese Richtung. Und deswegen hat Memel und auch das Memelland generell bei mir immer eine kleine Sonderstellung, auch wenn ich natürlich Masuren oder das Ermland oder das Oberland natürlich genauso reizvoll finde oder auch landschaftlich vielleicht sogar ein Stück weit reizvoller, fühle ich mich in Memel immer am wohlsten. Mag vielleicht auch an der Mentalität der Leute liegen, da Litauen sehr deutsch ist. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie keine eigene Kultur haben oder sonst irgendwie was oder dass die deutsche Kultur haben. Aber so extrem westlich und so einen gehobenen Lebensstandard haben, dass man im Prinzip keinen Unterschied zu Deutschland feststellen kann. Ganz im Gegenteil. Deutschland ist da sogar noch ein Stück weit hinterher, würde ich sagen. Dementsprechend sowohl was die Lebensqualität angeht, ist da Litauen gefühlt ein Stück weit voraus. Und das hat halt Polen leider noch nicht, auch wenn die da in große Schritte hingehen. Aber da Polen noch keinen Euro hat und wahrscheinlich, so wie es aussieht, auch nie kriegen wird, ist da immer ein bisschen quasi ein bisschen noch abgehangen, möchte ich sagen. Das ist schön. Also quasi so wie ich das mache, machst du das auch, ne? Also mit der Geschichte des Ortes beschäftigen und immer mal wieder hinfahren. Ja, mittlerweile ist es ja auch so, man hat sich ja dann dort auch Freundschaften
und Bekanntschaften aufgebaut, sowohl im polnischen Teil, also im Ermland Masuren, als natürlich auch im litauischen Teil hat man da natürlich mittlerweile Freundschaften aufgebaut. Und mit Leuten, die dort leben, mit Leuten, die dorthin ausgewandert sind oder die dort schon immer waren. Das ist natürlich, man baut sich ja immer mal ein bisschen nebenher was auf. So, wir, jetzt wird erkundet. Jetzt wird erkundet, aber natürlich, wenn ihr irgendwie was habt in irgendeine Richtung, dann immer rein in den Chat mit. Wir gehen auf alle Fragen oder sonst irgendwie was natürlich ein. Wir klären alles, wir diskutieren alles und wir schauen, das würde mich jetzt interessieren. Es gibt drei Hauptregionen in Ostpreußen. Wir gehen mal von Norden an. Das ist das Memelland, dann das Königsberggebiet und als drittes Ermland und Masuren. Ermland-Masuren ist natürlich noch ein bisschen unterteilt in Natang, Natrauen und das Oberland weiterhin. Aber wir nehmen als Oberland mal, Oberbegriff mal Ermland und Masuren. Mich würde jetzt interessieren, ich mache mal eine Umfrage rein. Welches ist euer Lieblingsgebiet? Also wo fühlt ihr euch am meisten wohl? Beziehungsweise was interessiert euch am meisten? Ich hau mal eine Umfrage rein. Und welches Gebiet gefällt euch in OP am besten? So. Wir fangen mal oben an, Memelland, dann Königsberger Gebiet und ich schreibe jetzt einfach, wie gesagt, Ermland Masuren. Dabei zählt bei mir natürlich das Oberland und alles quasi der polnische Teil mit hinzu. Würde mich tatsächlich mal interessieren, wo ihr euer Seelenheil findet, was euch am meisten interessiert und wo ihr, was euch so gefällt. Da würde mich tatsächlich mal interessieren. Genau, wir lassen das jetzt mal so, weiß ich nicht, wieder 10 Minuten, würde ich sagen, laufen und dann werten wir es mal aus und schauen mal, was denn da so abgeht. Auf jeden Fall sind wir da. Bin ich da sehr, sehr gespannt. Ich wüsste gar nicht, wofür ich abstimmen müsste, muss ich ehrlich sagen. Memelland oder Ermland Masuren. Also die Gebiete gefallen mir tatsächlich am besten, weil die so einen übelsten Kontrast mit haben. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich habe jetzt auch mal meine Stimme abgegeben und wir schauen mal rein, wo sich dann am Ende das Ganze wiederfindet. Mal schauen. Ich bin gespannt. Also immer abstimmen damit, ganz wichtig, schaut mal, weil dann ist natürlich, weiß ich auch, in welche Richtung ich meine Videos natürlich produzieren muss und wo ihr quasi, was ihr sehen wollt, welche Region am meisten, dementsprechend ist das natürlich recht wichtig, damit ihr mit dem Kanal mit gestalten könnt. So, für alle, den Aufruf natürlich, wer noch kein Abo dagelassen hat, bitte ein Abo dalassen. Der Chat ist heute auch nur für Abonnenten geöffnet. Das heißt, einfach ein Abo dalassen und schon könnt ihr natürlich mitreden, mitdiskutieren, mit euch austauschen. Ich habe das mal probiert. Mal gucken, wie das funktioniert mit den ganzen Abo-Sachen. Ich bin da ja auch noch nicht ganz so drin. Quasi wie diese ganzen Abstimmungsmechanismen gehen. So, wir gehen jetzt mal rein in die Karten. Wir gehen jetzt rein in die Karten und schauen, lass uns mal in die Karten schauen und schauen uns mal an, was gibt es denn hier noch alles Schönes zu finden. Wir gehen nämlich jetzt als nächstes Tour, fahren wir durch Landsberg in Ostpreußen. Landsberg ist auch so ein typischer Ort, den es gefühlt
20 Mal in Deutschland gibt und gab. Also Landsberg ist ja auch so eine, auch so eine, so ein. Ich kenne Landsberg zum Beispiel als Festung, wo ein bestimmter Mann mal inhaftiert war. Ich denke, ihr wisst, wen ich da meine. Ansonsten gibt es Landsberg ja noch ganz häufig in Deutschland und eben auch in Ostpreußen gab es ein Landsberg. Anscheinend war die Namenssuche früher nicht ganz so kreativ. So, mal gucken, vielleicht findet man hier noch irgendwas in die Richtung. Hier ist ein Bahnhof, vielleicht ist der Bahnhof, den Bahnhof gibt es nicht mehr. Hier sieht man noch relativ gut, dass hier mal der Bahnhof lang war, also die ganzen Bahnschienen hier im Prinzip gingen quasi hier so lang, weil der Fahrradweg, den ich ja benutze, ist ja die alte Bahnlinie. Also hier werde ich dann langfahren. Das ist quasi die alte Bahnlinie. Und man sieht, hier ist tatsächlich nicht mehr so viel vorhanden. Aber vielleicht ist ja noch der Bahnhof, man müsste mal gucken, ach, der Bahnhof war auf der rechten Seite. Also quasi hier. Vielleicht ist da noch irgendwie was. Ah, ist wieder natürlich sehr doof hier. Nee, also. Ich guckte mal, hier ist ein kleines Türmchen in Landsberg. Da ist ein Türmchen und hier drüben ist noch mal ein Turm. Also scheint eine gar nicht so eine unwichtige Stadt zu sein. Also was heißt unwichtige Stadt sowieso nie. Aber das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ach, es ist ein Wasserturm. Hier steht's da. WT, Wasserturm. Bei der Gasanstalt ist das quasi. Also früher das Gaswerk war im Grunde hier gewesen. Das erkennt man relativ gut, dass hier das Gaswerk früher war. Also so sehen tatsächlich bei uns, wenn ich mir die Stromwerke bei uns in der Nähe angucke, wo auch Gas früher noch mit fabriziert wurde, beziehungsweise eingespeist wurde durch Fernwärme und alles, die sahen ziemlich ähnlich aus. Oder sehen sie nämlich ähnlich aus. Also das wird die alte Gasanstalt hier gewesen sein. Ist jetzt leider kein Lost Place, lohnt sich also nicht. Wir sind jetzt hier auf einer Karte von 1944. Vielleicht gehen wir mal auf. Ach so, nee, die Seite lädt gerade echt blöd. Die Seite lädt gerade echt blöd. Das ist natürlich doof. Aber vielleicht. Findet sich noch irgendwie. Wir bleiben auf der Karte, weil die Seite, die ich immer benutze, die lädt gerade ziemlich, ziemlich bescheiden in den letzten Tagen. Deswegen gucken wir uns einfach mal die Karte an. Ja, Königsberg. Hier ist dieses ominöse Königsberg. Hier ist ein Russenberg. Werden wir uns natürlich jetzt nicht angucken, aber der Bahnhof ist nicht mehr da. Ich würde mir aber tatsächlich lieber hier noch mal kurz vielleicht die Altstadt mit angucken, muss ich tatsächlich sagen. Wir können ja mal gucken, na ja, so ein bisschen was. Hier ist noch eine Kirche. Ist halt wirklich ein kleines, kleines Nest. Landsberg ist tatsächlich. Ja, ist tatsächlich ein bisschen was noch vorhanden, aber ein kleiner Park, die alte evangelische Kirche, vielleicht machen wir einfach mal die Tour eher hier so in die Richtung, dass wir einfach nochmal durch die Stadt vielleicht ein bisschen schlendern oder fahren und hier bei der Kirche entlang, das sieht doch ganz, ganz passabel aus. Hier durch den Park durch, würde ich tatsächlich. Da sehe ich mich eher, als wenn ich hier so abkürzen würde. Weil es soll ja dann am Ende für euch auch interessant sein, wenn ihr euch dann die Videos anguckt. Wäre ja blöd, wenn ich dann
im Endeffekt hier bloß so durch den Vorort durchfahre. Also das sieht ja nie aus. Also so Nachkriegsbauten hier so ein bisschen hin. Okay, hier sind noch ein paar Vorkriegsbauten, aber der Großteil sind Nachkriegsbauten. Das sieht ja nicht aus, das würde ja niemandem gefallen. Deswegen lohnt sich das tatsächlich nicht. Da fahren wir lieber durch die Altstadt ein bisschen und gucken uns das ganze Ding mal an. Aber ich muss hier eine andere Karte mir nehmen. Das geht nie. Wir nehmen uns mal von 1913 eine. Ah, von 36 habe ich auch noch eine. Mist. Eieieiei, Landsberg. Mist, jetzt müssen wir wieder warten. Wie gesagt, die Seite lädt aktuell in den letzten Tagen ein bisschen echt blöd. Ärgert mich immer ein bisschen. Aber hier haben wir 1936 eine Karte mit 300 DPI. Das heißt, die ist relativ gut aufgelöst. Ich kann euch übrigens empfehlen, also falls ihr mich unterstützen wollt, gerne bei Holy was bestellen. Das Probierpaket am besten mal mit meinem Code ERBE5 bekommt ihr 5 € Rabatt auf eure erste Bestellung und mit dem Code ERBE bekommt ihr nochmal 10% Rabatt. Unterstützt mich in meiner Arbeit und ist für euch natürlich eine schöne Sache, weil da gibt es Eistee, Energy und Hydration Drinks. Also falls ihr im Sommer am Strand liegt, Eistee, falls ihr Sport macht, Hydration Drink und falls ihr einfach, wie ich, immer gerne einen Energy trinkt, dann gerne das, den Energy, mit versuchen. Ohne Zucker, ohne Taurin, ohne irgendwelche andere Scheiße, sondern tatsächlich nur mit Vitaminen und mit natürlichen Zusatzstoffen und mit Zink, Magnesium für die Hydration Drinks drin. Also kann ich nur empfehlen, ich mache tatsächlich nur Werbung für Sachen, die ich selber nutze. Und ich mag es nicht, für Sachen Werbung zu machen, wo ich nicht dahinter stehe. Deswegen, falls ihr da sowieso was bestellt, nutzt einfach meine Codes, ihr könnt damit sparen und mich ein kleines bisschen unterstützen. Das mal so am Rande. So, hier die Karte ist doch schon viel, viel, viel angenehmer zu schauen, ne? Würde ich sagen. Die ist deutlich besser aufgelöst und geht deutlich besser mit rein. So, wir schauen mal, wie die Abstimmung jetzt gelaufen ist. Jetzt muss ich mal gucken. Umfrage melden. Nee, Umfrage beenden. Umfrage beenden. Wartet, wartet, wartet. Jetzt muss ich mal gucken. Umfrage beenden. So. Ermland Masuren hat gewonnen. Ermland Masuren, also Masuren hat gewonnen. Relativ eindeutig. Also finde ich natürlich super, weil dort komme ich sehr schnell hin. Also Videos aus Ermland und Masuren kriegt man da natürlich schnell hin. Ansonsten ist Memland und Königsberger Gebiet gar nicht so weit verbreitet. Ich hätte tatsächlich gedacht, das Königsberger Gebiet ist ein bisschen weiter vorne, muss ich sagen. Einfach dahingehend, weil es ja so ein abgeschottetes Gebiet ist. Also man kommt recht leicht rein mit einem Online-Visum. Aber für viele gilt es ja immer noch so als abgeschottetes Gebiet. Deswegen hätte ich gedacht, das wäre vielleicht ein bisschen weiter oben. Aber freut mich natürlich, wenn ihr lieber das Ermland und Masuren sehen wollt und das euch am meisten interessiert. Weil da komme ich sehr schnell hin. Eigentlich wollte ich dieses Wochenende ja auch nach Ostpreußen fahren, aber ihr habt es vielleicht mitgekriegt, hier bei mir in der Region gab es doch sehr große Wetterwarnungen von wegen Hochwasser und alles. Und da habe ich mich dann kurzfristig entschieden, bleibst lieber hier bei Haushof Kind und Frau und passt auf, dass da nichts passiert, bevor ich dann jetzt hier 8 Stunden erstmal nach Ostpreußen fahre. Deswegen werde ich das verschieben und dann werden wir auch bald wieder aus Ostpreußen streamen. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Entschuldigung, und schauen mal, ob wir irgendwas noch Interessantes hier finden, weil häufig ist tatsächlich irgendwie was noch hiermit abgelegen an kleinen Schlössern, an kleinen Burgen oder sonst irgendwie was. Hi, Kaludia. In Tiefgaragen können Grundmauern auch erhalten bleiben. Ich habe das schon gesehen, dass sie
dann wie Ausstellungsstücke zwischen den Parkbuchten liegen. Kenne ich tatsächlich auch. Ich glaube, in Dresden gibt es sowas auch. Nee, in Leipzig gibt es sowas. Da ist doch da gab es vorm Krieg ein großes jüdisches Kaufhaus. Ne? Das wurde dann enteignet, logischerweise. Und nach dem Krieg wurde auf dem Kaufhaus wieder ein Kaufhaus gebaut. Und ich glaube, dort sind die Grundmauern so ein bisschen erhalten. Bin ich jetzt aber nicht ganz so im Thema drinne. Aber bilde ich mir ein. Also ich kann mir das auch gut vorstellen. Vielleicht macht es ja Memel. Kann ja durchaus sein. Also ich weiß ja, die sind dort gar nicht mit dem Klammersack gepudert. Die machen tatsächlich sehr viel, um Altes herzustellen. Möglich, dass es dort auch mitmachen. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen. Ich werde das auf jeden Fall mit dokumentieren und gucken, was denn da passiert und da nicht passiert. Deswegen freue ich mich. Den Gruß an die Familie werde ich auf jeden Fall ausrichten. Und aktuell ist es bei mir noch tatsächlich ruhig. Also ich bin sehr froh. Bei mir ist, wir hatten auch schon mit Hochwasser zu kämpfen, aber bis jetzt ist tatsächlich da alles so weit im grünen Bereich. So, ich finde das ziemlich cool, wenn man hier so sieht, dass man genau noch sieht, wo ging denn mal die Eisenbahnlinie lang. Genau diese Kurve, man erkennt, dass hier voll die Eisenbahnlinie lang ging. Können wir mal gucken, ob das hier eine Brücke ist? Ja, genau hier ging mal die Eisenbahnlinie drüber. Und jetzt kann man dort oben quasi lang spazieren. Vielleicht ist da auch. Naja. Nie wirklich. Okay, kann man nicht, aber das ist jetzt quasi die Möglichkeit. Hier hat man es genauso. Eine Brücke und oben kann man im Prinzip lang spazieren. Das hat man relativ häufig. Die Russen haben ja auch in Ostpreußen viele Bahnlinien einfach geklaut bzw. abgebaut und als Reparationszahlungen mit rübergenommen. Bei mir in der Region kenne ich das noch viel mehr. Da wurden auch ganze Züge, ganze Bahnlinien einfach nach Russland geschafft. Zum Beispiel bei mir in der Nähe gab es eine Bahnlinie, die ging von einem kleinen Ort, der hieß Herrnhut, nach Bernstadt. Das war so eine Schmalspurbahn. Und diese Schmalspurbahn liegt jetzt auf der Krim in Sewastopol irgendwo. Warte mal, war das in Sewastopol? Ich glaube. Ja, ich müsste mal ganz kurz. Ich glaube, Sewastopol. In einem Lagerhaus steht dort die alte Bahn von vor 45. Steht die alte Bahn von Bernstadt, Herrnhut, steht dort in einem Bahnschuppen. Steht sogar noch dran. Der hat mal irgendjemand, der dort mal zu Besuch war aus der Region, hat die dort mal gefunden und fotografiert. Eigentlich ziemlich cool, dass die noch da ist, aber ziemlich blöd, dass die nicht mehr vorhanden ist. Aber halt, ja, man muss es halt sagen, dass das häufig von den Russen so gemacht wurde. Ziemlich viel geklaut und dann, oder von den Sowjets. Ich möchte jetzt nicht ich meine, auch wenn dasselbe Volk ist, aber die Mentalität unter den Sowjets war tatsächlich ein Stück weit anders als heute bei den Russen das der Fall ist. Muss man tatsächlich auch sagen. Also ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen mit den heutigen Russen im Königsberger Gebiet gemacht, muss ich dazu sagen. Aber ich habe auch nur gute Erfahrungen mit den Polen im polnischen Teil Ostpreußens gemacht und mit den Litauern im litauischen Teil. Also die meisten, die dort leben, bewahren das Erbe, freuen sich über das Erbe und tun sich quasi im Prinzip da gut einbringen. Ich zeige euch mal was recht Bekanntes. Das zeige ich, glaube ich, in jedem Stream, aber ich muss es einfach zeigen. In Ortelsburg. In Ortelsburg gab es einen Bahnhof. Schaut euch mal den Bahnhof an. Ziemlich hässlich. Hier sieht einfach nur scheiße aus. Wurde aber restauriert von Polen. Also natürlich von Polen, liegt ja in Polen. Und sieht jetzt mittlerweile so aus. Also ziemlich genial. Aber das Geniale daran ist,
Die haben tatsächlich die alte Inschrift sich hingesetzt und Ortelsburg wieder dran geschrieben. Also eine echt schöne Geste. Es ist im Endeffekt ja bloß eine Geste, die Vergangenheit zu bewahren. Und genauso machen sie das in vielen Orten. Viel auch in Schlesien, muss man sagen. Dort gibt es halt noch eine große, große deutsche Minderheit in Schlesien. Aber natürlich auch in Ostpreußen machen sie das viel. Und die Litauer. Hey, Klaus Müller, freut mich. Aber auch in Ostpreußen machen sie das tatsächlich sehr, sehr viel. Genau. Im Memelland natürlich noch extremer. Also in Memel, in der Stadt Memel ist der Stadt oder in der Stadt Klaipėda ist der Name Memel mittlerweile sowas wie eine Marke geworden. Da gehen wir ja jedes Mal drauf ein. Dort wird ja alles nach Memel benannt. Mittlerweile ein ganzer Stadtteil, den sie neu aus dem Boden stampfen. Im Grunde wird hier ein neuer Stadtteil gebaut. Das ist jetzt nicht mehr aktuell, was hier so gezeigt wird. Hier kommt ein neuer Stadtteil hin und der nennt sich Memelstadt. Nur mal um so ein bisschen triviales Wissen. Das sieht man vielleicht nicht. Das Bild ist auch von 22. Schade. Vielleicht hier. Hier sieht man es. Hier sieht man es ein bisschen besser. Hier entsteht kein schöner, muss man dazu sagen. Also das ist tatsächlich nicht sehr. Vielleicht sieht es dann, wenn es fertig ist, schöner aus. Aber hier sieht man es, Memelio Miestas, quasi Memelstadt oder Stadt Memel wird das mal heißen, dieser Stadtteil. Und hat dann tatsächlich auch für die besser verdienenden, also hübsch wird es nicht werden, muss man dazu sagen, aber hat dann für die besser verdienenden da direkt auch mit eigenen Hafen direkt mit dran und ist tatsächlich schön, dass sie das nach Memel benennen. Und wie gesagt, das ist mittlerweile dort sowas wie eine Marke geworden, sich darauf zu beziehen. Und langsam kriegt das Polen auch ein Stück weit mit. Also Polen macht das auch so, dass die das so ein bisschen als Marke mit vermarkten. Quasi das alte Rittertum, Deutschrittertum, das alte Ostpreußen und alles sowas in die Richtung. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, je nachdem, welche Regierung gerade an der Macht ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei der PiS-Regierung, die an der Macht war, sehen, da war es natürlich sehr zurückgefahren, muss man auch sagen. Die war ja sehr nationalistisch orientiert. Und hat da natürlich sehr gegen die deutschen Interessen oder gegen die Geschichte oder auch gegen die Kultur allgemein gehandelt. Also wenn ich mich da mit Allgemeinkulturschaffenden in südlichen Ostpreußen unterhalten habe, die sind alle relativ froh, dass die PiS-Regierung nicht mehr an der Macht ist. Weil nicht nur aufs Deutschtum bezogen, sondern auf die allgemeine Kultur wurde das Programm ganz schön eingeschränkt. Also alles so, was Theater, was Literatur, was öffentliche Sachen, Veranstaltungen angeht, ist das tatsächlich sehr mau gewesen und wurden die Gelder gekürzt und alles Mögliche. Ziemlich blöd, aber so sind halt diese Regierungen. Was man natürlich sagen muss, nicht alles ist darunter schlecht gewesen. Ich bin da in dem polnischen politischen Game gar nicht drin. Also wenn da einer mehr Erfahrung hat als ich, würde ich mich freuen natürlich, wenn wir uns austauschen können. Ich habe nur meine Sichtweise, also das, was ich quasi dort an eigenen Erfahrungen gemacht habe und beziehungsweise was ich mich mit Leuten unterhalten habe. Und das ist halt dahingehend, dass das alles nicht so schön gewesen sein muss. Das Gut Ludwigshof, ein altes Gutshaus, gibt es nicht mehr. Aha. Oh je, jetzt geht's bei mir auch los mit Regen, ganz schön. Ich sehe es gerade, hab gerade mal rausgeguckt. Es würde mich aber interessieren. Hier ist die Querstraße, das ist die Querstraße und quasi an der Querstraße war früher das Gut gewesen, ging es quasi hier rein. Oh je. Hier ist ja gar nichts mehr da. Das ist ein alter Grenzfall.
Aber hier ist ja quasi gar nichts mehr. Aber man sieht, dass hier tatsächlich versumpftes Land ist. Hier war bestimmt mal eine Art Teich gewesen. Man erkennt es nur aus der Luft, dass hier quasi Gebiet war, was mal bebaut war. Oder beziehungsweise keine Bäume mehr hat natürlich. Aber ansonsten ist hier tatsächlich nichts mehr vorhanden. Ich würde vielleicht dann trotzdem hier mal halten, um hier einfach mal zu gucken, ob hier noch Reste von dem Gut vielleicht sind. Das wäre tatsächlich noch mal interessant. Da würde ich mir mal einfach eine Markierung mitsetzen. Das ging ja eher so in. Ja, nee. Warte mal, das müssen wir mal, Das ging schon eher in die Richtung hier. Ich würde es tatsächlich mal so ein bisschen in die Richtung machen. Vielleicht ist ja was Interessantes zu sehen. Gut Ludwigshof hieß das. Ludwigshof. Vielleicht habe ich ja Glück. Vielleicht finde ich noch irgendwo eine Art Grundmauer oder sonst irgendwas. Mein Detektor werde ich natürlich nicht mitnehmen, logischerweise, denn der 2 Wochen auf dem Fahrrad und dann noch einen Detektor mitschleppen. Nee, macht keinen Sinn. Aber ich werde meinen Bergemagneten mitnehmen. Der ist schnell, der ist verstaut, der ist leicht, der ist klein. Und dann kann man ja trotzdem in diesen Seen einfach mal den Magneten reinschmeißen und vielleicht findet man dann irgendwas Cooles. Das muss ich mir auf jeden Fall mal. Servus Dulli, hallo. Das muss ich mir auf jeden Fall mal mit auf die Agenda schreiben. Ich habe schon bei meinen Streams, also ich streame ja auf TikTok mittlerweile auch relativ häufig, schon aufgerufen. Das würde ich hier natürlich gerne auch machen. Ich will das natürlich die ganze Fahrradtour ein bisschen spannender gestalten. Also mit nicht Challenges, aber mit so Aufgaben oder mit Regeln, die ich befolgen muss. Ich habe da, mir kam da schon mal ein Vorschlag ein, dass ich in jedem Ort, wo ich bin, also natürlich nicht jede klein Kleckersdorf hier, also wenn ich in Sienken bin, werde ich natürlich dort mit keinem reden, aber in jedem Dorf, wo ich quasi ein bisschen einen kleinen Rast mache, muss ich mich mit einem Einheimischen über die Geschichte des Ortes unterhalten. Also ich müsste mir dann irgendeinen alten Polen dort suchen, der mir was über die Geschichte des Ortes erzählt. Das finde ich natürlich, hat mir ein Zuschauer mitgeschrieben, dass ich das als Challenge mit reinnehmen soll. Oder jeden Tag hat er geschrieben, jeden Tag muss ich mich mit einem Menschen über die Geschichte eines Ortes dort unterhalten. Das finde ich natürlich eine ziemlich coole Challenge. Also wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, natürlich gerne her damit. Dann würde ich das mit reinnehmen. Ein anderer hatte vorgeschlagen, ich solle jeden Tag eine gute Tat mal tun, die mir schwer fällt. Es ist natürlich sehr weit gefächert. Keine Ahnung, ob ich das, ob wie man das definiert. Eine gute Tat, die einem schwer fällt. Hier ist noch das Gut. Naja, so viel ist von dem Gut nicht mehr übrig. Das würde ich tatsächlich nicht bereinigen. Aber wenn ihr da Vorschläge habt, ich bin natürlich für jegliche. Ja, eine Komoot-Tour wäre natürlich auch schön. Ich habe mir die App natürlich mit runtergeladen. Ich werde mir diese Karte quasi hier auch bei Komoot mit reinladen. Und dort mit abfahren. Wahrscheinlich werde ich die App auch so nutzen und lieber über die App gehen, über Komoot oder Komoot, keine Ahnung, wie die App sich ausspricht. Aber das plant sich halt am Rechner hier deutlich leichter mit den Karten und allem, als wenn ich hier auf dem Handy dahänge und mir dann diese auf dem kleinen Bildschirm und alles die Tour dort zurecht plane. Deswegen, dort kann man ja seine eigenen Karten mit reinladen. Und ich werde das dort auf jeden Fall mit dort reinpacken und vielleicht dann dort auch veröffentlichen, dass man sagen kann, man können sich andere Leute mit angucken.
Ansonsten diese Karte hier mit den ganzen Punkten, die wir jetzt hier zurechtfinden, mit den ganzen Points of Interest und auch die ganzen Fahrradtour, könnt ihr euch ja sowieso runterladen. Auf meiner Patreon-Seite ist das ja sowieso verfügbar. Von daher, für euch ist es ja sowieso da. Für alle anderen, die nur Komoot nutzen, wäre das natürlich noch eine coole Sache. Aber ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich diese App nutzen. Auf jeden Fall wahrscheinlich klingt natürlich super. Das ist ja wieder eine Ausgrenzung. Aber ich werde sie höchstwahrscheinlich nutzen, die App. Hatte mir jetzt auch schon mal ein Zuschauer mit ans Herz gelegt, dass man diese App nutzen kann. Welche App ich auch sehr empfehlen kann, ist die App TopoRec. Topo quasi wie Topografie und Rec wie Record, also aufnehmen. Zusammengeschrieben, kann ich sehr empfehlen. Das ist auch eine App, da kann man sich verschiedene über Google Maps auf dem Handy oder Tablet verschiedene Karten drüberlegen. Also quasi solche Karten kann man sich dann über Google Maps einfach drüberlegen und auch andere topografische Karten, also diese Karten, wo man zum Beispiel Höhenunterschiede und all sowas sieht, kann man sich dort auch mit drüberlegen. Also auch sehr zu empfehlen. Handy oder Tablet verfügbar. TopoRec. Schaut euch die App auf jeden Fall mal an. Und läuft, also die würde ich dann wahrscheinlich dort auch mit nutzen, einfach dort, wo ich gerade bin. Tatsächlich mal gucken, gibt es denn dort noch ein altes Fundament oder sonst irgendwas, was man finden kann. Genau. Also dahingehend immer noch weiterhin der Aufruf. Falls ihr irgendwelche, ich sag mal, Regeln, falls irgendwelche Herausforderungen, die man dort bei so einer Radtour mitmachen kann, mit habt, dann sagt sie mir. Wäre natürlich cool, weiß ich, wie alle paar Tage bloß, darfst bloß einmal in der Woche in irgendein Hotel oder Pension schlafen, um die Akkus wieder aufzuladen oder sonst irgendwie was. Irgendwie so in die Richtung. Ich bin da sehr unkreativ, was sowas angeht. Deswegen bin ich auf die Schwarmintelligenz der Zuschauer angewiesen. Außerdem soll es ja für euch auch interessant sein. So. Hier in Hanshagen gibt es tatsächlich nichts Interessantes, außer dass es diesen Ort gibt und derzeit, der wahrscheinlich sehr schön ist, könnte ich mir vorstellen. Also ein typisch kleines masurisches Dorf. Also tatsächlich, hier ist 2013 und hier sind die Häuser alle schon schön gemacht. Also, oder halt, in die Richtung. Also, es ist wirklich ein schöner Ort. Oh, also hier werde ich mich freuen, hier werde ich freuen, durchzufahren. Auf jeden Fall. Das wird gut werden. Aber, oh, hier gibt es eine kleine Kirche. Hier gibt es eine kleine Kirche. Aber so, das ist ein Ort, wo man quasi schön durchfahren kann. Aber tatsächlich, wo es nichts groß, ich will nicht sagen, Interessantes gibt. Doch, hier gibt es einen Friedhof. Gibt es einen Friedhof. Im Übrigen werde ich diesen Green, ihr seht es hier vielleicht, diesen Green Velo-Weg langfahren. Das ist so ein polnischer Radweg oder quasi der polnische Radweg schlechthin. Und der ganze nördliche Teil meiner Tour, also quasi alles, was hier so oben entlang geht, bis hier runter nach Lück, ist dieser Green Velo-Weg. Der geht dann aber weiter über Warschau bis runter, ich glaube, in die Karpaten oder bis zur Tatra geht der Weg. Und da will ich natürlich nicht hin, ist für mich uninteressant. Hier unten ist dann quasi alles selbst geplant. Im Prinzip, da habe ich dann mir selber Orte rausgesucht, wo ich denn langfahren möchte und habe dann das quasi mit aufgenommen. Und hier oben wird es dann alles so in dieser Green Velo Weg gehen, weil er sehr, sehr schön sein soll. Habe ich bloß gehört und bin den selber natürlich noch nicht lang gefahren, logischerweise. Hier ist ein Friedhof, den würde ich noch mitnehmen. In diesem Stück. Aber wenn ihr, ich habe schon mal bei meinem Discord-Server, hat mir ein User schon mal geschrieben, dass er jetzt ein Stück lang, bei Elbing ist er lang gefahren und konnte das tatsächlich sehr empfehlen.
diesen. Jetzt muss ich bloß gucken, wie ich hier am Blödsinn hinkomme. Ob ich hier. Ja, das sieht eher aus, als wenn man hier so lang. Also, dass er dann bei Elbing quasi lang gefahren ist und den Green Velo Weg sehr empfehlen kann. Also empfehle ich ihn auch euch ungesehen, weil im Endeffekt führt er durch Ostpreußen und was kann man da mehr empfehlen? So. Wir gehen aus der Karte wieder raus, weil wir fahren nämlich hier lang nach rechts im Prinzip und sind damit raus aus der Karte. Der alte Weg hier, der hier mal entlang führte. Hier unten ist nicht viel. Hier ist ein alter Hellwinkel. Aha, aber nicht wie nicht wahrscheinlich helle Hölle, sondern hell. Die Sau. Aha. Hier ist ein altes Hügelgrab, aber im Endeffekt ein altes Hügelgrab ist jetzt auch wenig interessant, würde ich sagen. Ist halt eine kleine Erhebung. Ich habe schon ein paar Mal Hügelgräber gesucht und gefunden. Ist jetzt wenig interessant. So, wir nehmen, muss man natürlich aufschreiben, damit ich weiß, bei welcher Karte ich als nächstes mit rangehe. 10 und 9. So, liebe Freunde, es ist fast Mittagszeit. Ich würde sagen, wir lassen das für heute. Wir sind schon fast über eineinhalb Stunden, nee, wir sind schon bei eineinhalb Stunden drüber und würde sagen, wir lassen es für heute gut sein. Ich darf nochmal alle drauf, nochmal alle aufrufen auf meinem letzten Video, Masurischer Kanal. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und natürlich für an alle Kanalmitglieder ein herzliches, großes Dankeschön, dass ihr Kanalmitglieder seid. Damit macht ihr meine Arbeit natürlich möglich und unterstützt mich auch, freut mich immer sehr. Und generell, falls ihr mich irgendwie unterstützen wollt, dann findet ihr natürlich alle Links zu PayPal, zu Patreon und was weiß ich nicht, alles in der Videobeschreibung. Und wir werden uns bald wiedersehen. Jeden Freitag, Sonntag und Mittwoch auf TikTok natürlich. Und hier im Prinzip werde ich wieder einführen, jeden Sonntag eine Stunde zu machen zum Vormittag. Und dementsprechend werden wir immer Neuigkeiten aus Ostpreußen hier teilen. Wenn ihr sonst irgendwie Fragen habt, dann gerne an info@geschichtliches-erbe.de. Irgendwelche, sonst irgendwelche Anregungen, immer gern her.